Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist heute unglaublich hell hier unten. Dabei habe ich gar nichts umgestellt. Na gut, sei es drum, ist gar nicht so wichtig. Ich möchte eigentlich nur erstmal ein bisschen was wegpacken und gucken, wie viel denn hier eingeschmolzen wurde. Ach ja, das geht aber. Das geht... Ach scheiße, das ist nicht das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Stein und Diorit. Dammit. So, aber jetzt ist es das Gleiche. So, ich packe mal die Hälfte der Kohle hier rein und wieder Pflasterstein. Ups, da ist sogar noch ein bisschen was rausgekommen. So, die andere Hälfte. Mhm. Auch hier die Hälfte und das Eisen. Ah, okay. Hier sind wir nicht fertig geworden. Wie steht es mit den anderen? Damit sind wir fertig geworden und damit... Oh, sind wir auch fertig geworden. Gut, aber hier ist ja noch ein bisschen Spinnfaden. Den packe ich mal weg. Und Redstone, wann habe ich Redstone bitte aufgenommen? Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, aber okay. Gut, packen wir es weg. Und das Hühnerei habe ich wieder aufgenommen. Ja, ja, gut. Gut, ich muss mir ja hier unten jetzt nicht auch noch Hühner züchten. Verdorri. So, dann habe ich hier noch, wo habe ich die hingepackt? Den Flintstone. Wo habe ich den hingepackt? Oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Monster-Loot bei mir? Mm-mm. Oder hier? Oh ja, hier sind die. Den Eimer, genau. Ach so, ich glaube, war das Redstone nicht in der Kiste? Ich glaube schon, ne? So, aber jede Menge Stein, was wir jetzt gleich umbauen können. Du? Und, ja, wenn ich sparen will, mache ich Slabs. Ja, ich mache mal Slabs, auch wenn dann da drauf natürlich Monster spawnen können, aber darum geht es mir jetzt hier gar nicht. Mir geht es darum, ein bisschen sparsam zu sein, nicht ganz so viel Kram zu verbrauchen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es Sinn macht. Das ist aber schön, dass ihr hier, euch hier auch mal zeigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, finde ich sehr schön. Ich nehme das hier jetzt auch noch weg und mache hier jetzt dann erstmal die Slabs hinten. Das war jetzt nochmal langweilige Buddelarbeit. Aber okay. Ich denke, das Ergebnis wird sich dann später gut sehen lassen. Gut, dass jetzt gerade Tag ist. Da ist es nicht ganz so wild, wenn ich jetzt hier so ein bisschen was von dem Licht wegnehme. So, ich muss nur leider hier dann langsam arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Sachen hier ständig darauf hinstelle und wieder abbaue, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie halt hier unter den Stein fallen, weil da ja eine Lücke ist, so wie da ungefähr. Aber es sieht hinterher sicherlich ganz gut aus. Was wollen wir denn sonst noch alles so auf unseren Marktplatz draufpacken? Außer jetzt vielleicht Marktständen. Also der Bäcker von dort hinten, der wird ja ganz sicherlich hier auch auf dem Markt seine Waren feilbieten. Insbesondere für die alten Damen und Herren im Dorf, die hier vielleicht nicht mehr so gut den Weg bis... Oh, verdammt, Hacke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss schnell rauf. Nicht, dass irgendeiner von denen hier rauf runterfällt. Oh, fuck. Schnell hier zumachen. Eieiei. Okay. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, in der Nacht zu arbeiten. Weil die Boys dann alle im Haus sind, hoffentlich. Jungs, geht nach Hause. Ist viel zu gefährlich hier auf dem Marktplatz für euch. Ja, was wollen wir denn sonst noch so auf dem Marktplatz bauen? Was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist sowas vielleicht wie ein Galgen. Hä? Huh? Ein Brunnen, Marktstände, ein Galgen? Ich meine, wir sind hier mittelalterlich. Wenn ein Galgen, dann doch wahrscheinlich auf den Marktplatz. Gar nicht mal so weit weg von der Kirche, oder? Sieht immer ein bisschen sakral aus, ne? Wenn der Mond da hinten hinter der Kirche aufgeht. Finde ich wunderschön. Was sonst noch? Ich denke, ich werde noch nicht den gesamten Bereich machen. Ich werde erstmal... Hoppala.
hier was hinstellen, damit es hier gleich nicht zu dunkel ist. Ich werde sicherlich erstmal nur dieses vordere Stück erstmal machen. Und dann, sag mal, was geht denn mit dir? Ich weiß, es ist ein bisschen voll da, aber ach, der macht einen Mondspaziergang. Ja, dann ist in Ordnung. Das kann ich verstehen. Oder geht er sogar ernten? Was sind das für einer? Hey, du, was bist denn du für einer? Hallo? Nee, jetzt aber das Gescheckte, oder? Ich will dich nicht belästigen. Fallmacher. Das ist ein Handwerker. Na gut. Ich habe ein bisschen Angst nachzugucken, ob das jetzt wohl noch mehr geworden sind. Noch mehr, ne? Ihr wisst schon. Also letztendlich natürlich noch mehr Dörfler. Aber glaube ich eigentlich nicht. Wie wär's mit dir? Kannst du mal da bitte jetzt rauskommen? Sonst gieße ich dich noch, damit du wächst. Es ist alles möglich. Oh ja. Wie machen wir... Achso, er ist... Wunderbar. Er ist reingegangen. Ich gar nicht mitgekriegt. So schnell sind die hier teilweise. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind ein bisschen auf Speed, ne? Irgendwelche geheimen Drogen, die vielleicht... Oder irgendwelche seltsamen Alkoholiker, die hier in der Taverne ausgeschenkt werden... Vielleicht sollte ich dieses Etablissement nochmal einer gründlichen Prüfung unterziehen. Nicht, dass hinterher Samantha irgendwie irgendeine Aufsichtsbehörde ist, ne? Uiuiui, das wäre schrecklich. Dann wüssten alle, was hier geht bei mir im Dorf. Oh, verdammt ist das blöd mit dem Loch hier drunter. Außen mache ich dann eventuell... Ein Rand aus Cobblestone, oder? So ein bisschen eingefasst werden muss das ja. Oder ich nehme, man kann ja auch, das kann ich jetzt hier nicht machen, weil ich keine Workbench habe. Man kann doch auch Steinslabs machen, ne? Also nicht Ziegelstein oder Steinziegelslabs, sondern Steinslabs. Die sind dann, hier, das sind Steinslabs. Als Umrandung? Oh, sieht bestimmt gut aus. Oh, das machen wir. Wir müssen ja den Dorfplatz jetzt hier nicht irgendwie komplett rund gestalten oder so. Da tut ja nun nicht Not. Ach du Schande. Ja, was habe ich mir denn gedacht? Dabei, dass hier unten alles... Nee, es war unterhöhlt, ne? Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich das unterhöhlt. Das war schon alles so. Herr Jemine... Bums, da ist die erste schon wieder hin. Oh nein, das ist meine letzte gewesen. Na gut, ich habe auch nicht mehr viele von den Slabs. Da muss ich mir mal eine neue machen. Die Frage ist, ginge es mit einer Diamantschippe schneller? Ich meine, ein Diamant? Oder macht es gar keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Diamantschippe oder eine Eisenschippe nehme? Ich kann auf jeden Fall mal wieder hier reingucken. Alles gut. Samantha hat nichts geschrieben. Ne? Samantha hat nichts geschrieben, mein Junge. Da können wir mal wieder nach unten gehen. Und was Mampfen? Ach du Schande. Das war mal so viel Fleisch. Wenn ich mir überlege, dass ich mich jetzt schon seit so langer Zeit nur von Fleisch ernähre, das ist schon ein bisschen gruselig. Da fällt mir ein, ich habe ja hier noch eine Pferderüstung, die kann ich auch noch wegpacken. Yay! Zur Abwechslung könnte ich ja mal ein bisschen Brot essen. Aber ich glaube, das bringt nicht wirklich was. So, dann machen wir erstmal drei Schippen, drei neue. Für zwei habe ich jetzt noch Material dabei. Und ich brauche neue Slabs. So, Nummer eins. Das können wir auch noch mitnehmen. Da ist das Eisen fertig. Das ist noch nicht ganz fertig. Wunderbar. Und hier habe ich noch einige fertig. Ach, großartig. Ja. Inventar ist zwar voll, aber es wird sich ja jetzt wieder leeren. Muss nur, wie gesagt, aufpassen. Nicht, dass mir hier irgendwie ein Creeper zu nah an den Zaun kommt und ich krieg's nicht mit. Und bewege mich dann irgendwie so rückwärts gehen zum Zaun. Das wäre echt schlecht. Gut, die Jungs sind drin, dann kann ich jetzt fröhlich durch die Gegend buddeln. Meine Güte.
Na, teilweise bin ich es doch selbst schuld, ne, weil ich dann teilweise doch geguckt habe, wer denn hier unten so rumknurrt. Ich versuche das mal alles zuzumachen. Ja, das brauche ich nicht, genau. Das können wir wegpacken. Was ist mit dem? Verdammt, Hacke, sind die jetzt alle draußen? Och nö, ne? Im Ernst? Ah, scheiße. Dann gehe ich davon aus, dass Golems tatsächlich höher springen können als Menschen und als Dörfler. Stehen die jetzt alle drei draußen, ja? Eins, zwei, drei. Wobei, ist nicht schlecht. Da, guck mal, wir sind Zaungäste. Wir sind Zaungäste. Boom! Ja, gib's ihm. Unten rechte Haken. Das war K.O. in der ersten Runde. Es tut mir herzlich leid. Vielleicht sollte ich... Kann man die nicht auch selber bauen? Vielleicht sollte ich mein ganzes Dorf umstellen mit solchen Golems. Naja, und wenn ich meine Dörfler hier drin mal gängeln muss, ne? Also hängen zum Beispiel, droht mir keine Gefahr von meinen eigenen Golems, weil ich die ausgesperrt habe. So, ich gehe mal hier in so einen Bogen zu meinem Feld. Das muss, wie gesagt, am Anfang zumindest erstmal noch stehen bleiben, bis ich dann vielleicht mal da in dem hinteren Bereich ein neues Feld gemacht habe. Aber so sieht hier gut aus. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier hinten irgendwo auch nochmal ein Loch hatte, was ich dann gestopft habe. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das sieht so ganz gut aus. Oh. Und ich bin voll. Ich kann keine Erde mehr aufnehmen. Tja. Naja, gut. Mach dann vielleicht erstmal hier am Rand. Sind eh nur noch 10. Dann kann ich mit ein bisschen Glück das meiste von der Erde gleich wieder aufnehmen, wenn hier frei geworden ist. Ups, genau. So, einmal hier und da und da. Alles schön aus den Ecken mitnehmen. Wunderbar. Vielleicht stelle ich mir hier eine Kiste hin. Ah, ich hätte die Kiste nicht wegpacken sollen, die ich hier im Inventar hatte. Naja. Und ich hoffe, dass in der Taverne jetzt eine Workbench ist. Alles gut. Ich mache die Tür schon zu. Aber hier nicht, ne? Also, hier geht nicht die Luzi. Kann man nicht gerade sagen. Sie gammeln wie immer hier an den Treppen rum. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben Treppen irgendwelche antörende Wirkung auf Dörfler. Ich weiß es nicht. Sie stehen in dem anderen Haus auch verdächtig oft an den Treppen. Und, wer weiß. Ach so. So, wie machen wir das noch? Oh shit, ich hab... Ach, Spinnenaugen, weg damit. Scheiße, ich hab mich so vertan. Lass mir das... Ach, hier sind ja Kisten. What? Wieso sind die Kisten voll? Ach du Scheiße. What? Unten auch. Nein. Wann habe ich die Kisten voll gemacht? So eine Schande. Ach, fuck. Ich weiß, wovon das kommt. Nein. Das kommt vom Tavernenbau und vom Taverneneinrichten. Oh je. Oh je. Ja, hab mal ein Auge hier drauf, ja? Pass schön auf, dass keiner mir das Zeugs klaut. Und jetzt wird's wieder Tag. Ach. Wenn sie mich jetzt hier gleich belästigen. Das ist jetzt aber schon eine beachtliche Fläche. Die reflektiert hier schon ganz schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stellt euch vor, es regnet mal auf diese Fläche. Ne, das Spektakel hier unter den Männern, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß ja, was der Shader mit dem Wasser hier bei mir ausgelöst hat. Aber hier, bei einem Dorf voller sexgeiler Männer,
will ich mir das gar nicht erst vorstellen. Ja, ich bin froh, dass ich hinten in der Hobbithöhle wohne und nicht hier vorne. Also Samantha, Hut ab. Du hast was vor, würde ich sagen. Nimm dir mal für die nächsten Wochen nichts vor. So, okay. Ach, dann gibt es hier. Vielleicht sollte ich meine Stadt langsam mal benennen. Poppelshausen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier geht die Luzi. Poppelsdorf. Es gibt in Bonn, in der Stadt Bonn, einen Stadtteil, der heißt Poppelsdorf. Musste ich früher auch immer drüber lachen. Aber es gibt überhaupt ulkige Städtenamen. Schreistadt zum Beispiel. Wenn ich mit meiner Tochter auf der Autobahn fahre und wir dann immer an irgendwelchen Ortseingangs- oder Ausgangsschildern, Abfahrten, Auffahrten und so weiter vorbeifahre, lesen wir das immer und dann stellen wir uns vor, was da wohl für Menschen leben. Da wohnen nur Schreihälse in Schreistadt. Oh ja. Dafür sind in Freistadt alle Menschen frei. Das ist natürlich schön. Definitiv erstrebenswert. Ich meine, viele Ortsnamen und viele Städtenamen haben ja tatsächlich eine Bedeutung. Allerdings, ja, je neuer die Städte, desto unkreativer die Namen leider. Man nehme Neustadt, neue Stadt. Ah, herrlich. Wohnt ihr in lustigen Städten? Ihr müsst die Stadt nicht nennen, aber. Oder kennt ihr lustige Städte? Seid ihr schon mal darauf angesprochen, ob alle Menschen in eurer Stadt irgendeinem bestimmten Hobby nachgehen oder irgendeine bestimmte Ausrichtung haben, welcher Art und Weise auch immer, nur weil euer Stadtname eventuell ein bisschen lustig ist? Gut, mir ist es noch nie passiert. Meine Stadt hat auch so einen Nomen est Omen Namen. Wobei man sich fragen könnte, ob in meiner Stadt eine bestimmte Berufsgruppe lebt. Naja, gut. Mehr wird nicht verraten. Ach, ich hasse das. Ich hasse das, wenn das passiert. Ich hatte mir doch das gerade so schön zurechtgelegt, dass ich keine Spitzhacke hier brauche. Zumindest gerade nicht. So ganz aktuell nicht. Oh, geht doch viel schneller, als ich gedacht hätte. So, das Fleckchen muss ich jetzt also erstmal ein bisschen aussparen. Das nehme ich hier weg. Ups. So, das gleiche machen wir hier. Klick. Hauptsache, da ist kein Loch drunter. Ah, sie finden es auch ein bisschen merkwürdig hier, glaube ich. Guck mal, seltsam, was ist denn das hier? Warum blendet denn plötzlich hier unsere Wiese so toll? Ja, sie sind nicht die Klügsten, das weiß ich auch. Das liegt an der jahrelangen inzestuösen Verbindung, die sie hier gepflegt haben. Aber wer weiß, die Samantha wird ja hier frisches, neues Blut reinbringen, nicht wahr? Und wer weiß, vielleicht kommen noch ganz andere Leute hierher. In unsere schöne Stadt. Die einen Namen braucht. Deswegen, überleg doch mal bitte. Was für einen Namen könntet ihr meiner kleinen Stadt geben? Bin sehr gespannt, auf was für Ideen ihr da kommt. Ist völlig egal, ob das lustig ist, ob es ein bisschen anzüglich ist. Ich meine, so ein bisschen schadet ja nicht, ne? Also, ich sollte jetzt vielleicht nicht, ach so, unten ist die. Sollte jetzt vielleicht nicht Sexstadt heißen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu unkreativ. Aber ich bin mir sicher, da schlummern einige tiefe Wasser dort draußen. Stille, tiefe Wasser. Tagsüber sieht es jetzt hier, wo es so hell ist, fast ein bisschen unnatürlich aus, muss ich sagen. Oh.
Es ist auf jeden Fall nett, mal wieder in der Nähe von den Dörflern zu arbeiten. Dann höre ich mal deren Stimmen wieder. Das war mir ehrlich gesagt schon ein bisschen abgegangen. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wollen wir denn hier jetzt vielleicht das Ganze ein bisschen eine Etage höher verlegen? Wäre vielleicht nicht schlecht, hm? Dann kann ich mir nämlich das erstmal wieder sparen hier mit dem Wegnehmen von Erde. Ich mache so eine etwas breitere Stufe. Da darf ich dann natürlich nichts drauf platzieren, großartig. Denn das funktioniert nicht so richtig. Aber wie gesagt, ganz platt muss es ja nun nicht sein. Oh, verdammt. Und ich habe nicht genug gemacht, so wie es aussieht. Ich muss gleich wieder zurück und noch mehr davon machen. So, warum kann ich hier nichts lesen? Oh. Ich wollte schon gerade sagen, hallo? Geht's noch? So, hier nach in diese Richtung ist sie ja schon mal schön breit, die Stufe. So, und jetzt brauche ich im Ernst schon wieder neu? Wow. Ich nehme mir da unten jetzt ein bisschen Holz mit und dann stelle ich mir eine Workbench hier draußen hin. Das geht ja gar nicht. Das ist ja eine elende Hin- und Herrennerei und er ist nicht hier. Ah, so ist das immer mit ihnen. Oh ja. Bittet man sie einmal um eine Kleinigkeit? Nope. Das ist viel zu schwierig. Ach so, ja. Die muss ich schon hier rausnehmen. Workbench. Ah, jetzt habe ich unnützerweise das Holz mitgenommen. Naja, gut. Wer weiß, wofür das noch gut sein wird. Bam. So, und ein paar neue Slabs, bitteschön. Und noch mehr. Gut, das sind jetzt hier 1, 2, 3. Wie gesagt, soll nicht zugleich sein. Soll gut aussehen und sonst gar nichts. So, ja, wunderbar. Und hier habe ich ja schon weggenommen. Hier machen wir das dann jetzt so. Da machen wir jetzt hier weiter und dann haben wir gleich schon eine Riesenstelle geschafft. Echt krass. Dann geht es auch so langsam rauf zur Kirche. Das finde ich gut, glaube ich. Ich glaube, das finde ich gut. So, hier packe ich nach unten was hin. Und dann gehen wir jetzt hier erstmal so außen rum. Richtige Musik gerade, ne? So ein bisschen mittelalterlich. Passt genau zu dem, was wir hier gerade machen. Stimmt schon mal ein bisschen ein. So. Seltsam, seitdem ich den Gedanken von einem Galgen hatte, überlege ich schon, wie man den wohl machen könnte. Oh wei, oh wei. Ich glaube, leider bekommen wir das mit dem runterhängenden Seil nicht so richtig hin. Da muss ich sicherlich ein Zaunelement nehmen. Dann nehme ich ein helles Zaunelement. Dann könnte man tatsächlich eine Klappe im Boden machen, ne? Dass sie dann so runterknallen. Das Ganze muss natürlich ein bisschen aufgebockt werden. Aus Holz natürlich, mit Träger und Querbalken und hast du nicht gesehen? Brauchen wir da großartig Eisenkomponenten? Ich glaube fast nicht. Das glaube ich dann doch wieder fast nicht. Oh wow, was für eine große graue Fläche. So. Achso, wenn ich zu nah dran stehe. Nein! Nein! Auf den Halbslabs kann ich ja keine. Verdorri. Im Ernst, stimmt! Ich kann da gar keine Fackel draufstellen. Stimmt! Die muss ich jetzt alle hier am Rand machen. Ah, na gut. Okay. Dann machen wir das so. So, den machen wir noch dahin. Und dann kommt die nächste Fackel nach. Na,
Komm schon, komm schon. Ach so, nee, dann muss sie dahin. So. Und bam. Schau mal, wie es von hier aus aussieht. Ach ja, ich denke, das mit dem dann so raufgehen, das wird ganz gut aussehen. Aha. Ja, ein paar habe ich noch. Für hier. Damit auch das hier so leicht bergan geht. Auch schön langsam. Oh oh, oh oh. Was ist das für ein Geräusch? Nein. Vielleicht ist das Geräusch, wenn sich die Horden der Untoten aufmachen, um aus ihren Höhlen zu kriechen und der Redger hier oben das Leben schwer zu machen. Das traue ich ihnen zu. So, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir das dann jetzt hier so gemacht haben. Dann haben wir zumindest fürs Erste unser Feld hier nochmal mit so eingearbeitet. Und die Jungs haben überhaupt gar keine Probleme, darauf zu kommen. Ich denke, es ist so ganz gut dann gelöst. So. Okay, der Rest wird dann vielleicht nochmal wieder etwas tiefer legen. Naja, und da muss ich eben ein bisschen planieren dann. Hm? Die Frage ist... Ja, lassen wir das so. Ist in Ordnung so. Ich denke, das ist gut so. So. Man könnte hier natürlich auch auf dem Dorfplatz mit indirektem Dicht durch Glowstone im Boden eingelassen arbeiten, aber ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, das ist zu teuer. Dann doch lieber Laternen. Vielleicht nicht ganz solche Laternen, wie wir da gemacht haben, sondern ein bisschen andere Laternen. Das hebt dann vielleicht den Dorfplatz auch ein bisschen von den Wegen ab. So nach dem Motto. Also sie sollen natürlich jetzt nicht noch auffälliger sein, um Gottes Willen. Das nun nicht. Oh. Ach, ich habe sie wieder weggepackt. Warum tust du das immer? Mann. Okay, ich mache einfach mal ein bisschen weiter. Ich nehme mal an, dass es dann zwei Folgen werden heute. Denn ich habe gesehen, ich bin eh schon über die 25 Minuten hinaus. Dann mache ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter, nehme gleich eine Doppelfolge auf. Und dann gucken wir mal, wie weit ich komme mit dem Stein, den ich hier habe.